Warum es bis jetzt keinen eindeutigen Beweis für einen vorzeitlichen Lasereinsatz gibt und ob es nicht doch zu einer Verwendung einer laserstrahlähnlichen Apparatur kam und welche Beweise sich für antike Sägemaschinen sich finden lassen, das erfahrt ihr jetzt und nur auf diesem Kanal. An dieser Steinprobe lässt sich gut erkennen, was passieren kann, wenn man Gestein mit einem Laser schneidet. Die Oberfläche verglast, es bildet sich eine dünne Schicht. Diese kann unterschiedlich, je nach Gesteinsart, ausfallen. Zum Beispiel Basalt schmilzt zu Eisensilikatschlacke, Granit zu Olivin und Sandstein wird zu Quarzglas. Geschmolzene Gesteinsoberflächen sind zwar widerstandsfähig, doch dafür auch sehr dünn und beim Erkalten werden sie leicht rissig. Das verringert stark die Lebensdauer und bei Erosionen, also bei Wind, Sand, Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung, würde nach 2000 bis 8000 Jahren nichts mehr davon übrig sein. So zumindest in tropischen Gegenden oder in einer Sandwüste. In Höhlen könnten Verglasungen bis zu 1 Million Jahre überdauern, am Nord- und Südpol um die 100.000 Jahre. Unter Wasser könnten sie Millionen Jahre lang halten und wer weiß, vielleicht lassen sich ja doch noch im Yonaguni-Monument Spuren dafür finden. Bis jetzt allerdings wurden mögliche Verglasungen archäologisch nicht bestätigt oder akzeptiert. Eine Möglichkeit dafür könnte sein, erodiert, nicht mehr nachweisbar. Nicht mikroskopisch untersucht. Untersucht, jedoch nicht öffentlich anerkannt. So will ein Professor für Geowissenschaften, Dr. Ivan Watkins, bereits um 1986 eine Glasur an der Wand in einer Höhle am Inka-Mauerwerk bemerkt haben. Die Sonne ist den Inkas heute noch wichtig und sie wird bei einem jährlichen Fest verehrt. Einige kulturelle Aufzeichnungen zeigen, dass sie eine Fackel mit Sonnenstrahlen entzündeten, die von einem Prisma-Armband reflektiert wurden. Der Professor Watkins sagte dazu, ich habe keinen Zweifel, dass sie wussten, wie es geht. Er stellte eine beeindruckende Theorie auf und er ist überzeugt, dass sich noch genügend Indizien in der noch erhaltenen Inka-Tradition finden lassen, die seine Idee stützen. Die Auflösung dazu erfolgt am Schluss. Schaut also durch. Auch die beiden Autoren Jan-Peter de Jong und Christopher Jordan vertreten diese Verglasungstheorie und sie könnten tatsächlich starke Hinweise dafür gefunden haben. Die verglasten Steine von Peru wurden erstmals in den 1970er Jahren durch Erich von Däniken bekannt gemacht. Er sah diese in Sacsayhuamen und notierte sie in seinem Buch Chariots of the God. Der Peruaner Alfredo Gamara hatte diese Verglasungen sogar viel früher identifiziert. Die Identifizierung und Katalogisierung wurde von Alfredos Sohn Jesus Gamara und Jan-Peter de Jong weitergeführt. So haben sie bis heute viele solcher Spuren zusammengetragen. Mehrere dieser archäologisch unbestätigten Fälle sollen auf der ganzen Welt existieren. Wie sie in ihrem Bericht aus 2011 auf shannewspaper.com erklärten. In Europa soll es mehrere Festungen und Gebäude mit verglasten Wänden geben. Zum Beispiel sollen sich am Uckersee in Brandenburg Mauern aus gebrannten und geschmolzenen Ziegeln befinden. Bei vielen weiteren Beispielen aus Malta, Ägypten, Irak, Sudan und Südostasien wird spekuliert, dass sie alle in dieser Gruppierung fallen. Sie wurden jedoch nicht alle ausführlich wissenschaftlich untersucht, so wie manche europäischen Fälle. Nach ihren Angaben finden sogar in Frankreich Ausstellungen statt, die Verglasungen zeigen. Ein Team von Chemikern in der britischen Fernsehserie Arthur C. Clarke's Mysterious World von 1980, die sich mit unerklärlichen Phänomenen aus der ganzen Welt befasste, wollen geschmolzene Gesteinsproben aus 11 Orten einer strengen chemischen Analyse unterzogen haben. Sie kamen zu dem Schluss, dass die entdeckten Verglasungen Temperaturen von 1100 Grad ausgesetzt waren. Das einfache Verbrennen
der Wände mit einem Holzfeuer kann natürlich eine solche Temperatur nicht erreichen. Besonders in den Inka-Überresten in den peruanischen Anden scheint eine solche Verglasung auf verschiedenen Steinarten vorhanden zu sein, die technischen Ursprungs sein könne. So konzentrierten sich die beiden Vertreter dieser Verglasungshypothese vorwiegend auf peruanische Fälle, bei denen sie sehr interessante Hinweise auf eine Hitzebehandlung fanden. Die Inka-Dörfer wurden 1911 wiederentdeckt. Die Hauptstadt des Inka-Reiches lag in der Nähe der peruanischen Stadt Cusco. Doch die berühmteste Stätte ist Machu Picchu im südlichen Zentralperu. Allen gemein ist die beeindruckende Steinarchitektur, die bis heute in der Leistung unübertroffen ist. Schauen wir uns also eine solche Mauer an. Dieses Beispiel zeigt klar, dass die Reflexion dort am stärksten ist, wo am wenigsten Erosion stattfand, zwischen den Steinen. Das Licht wird dort derart stark reflektiert, als wäre es aus Glas. Jesus Camara und sein Teamkollege haben diese Steine mit stark reflektierenden Oberflächen untersucht. Viele davon haben sie auf Videos festgehalten. Durch ihre persönlichen Beobachtungen und Analysen des Videomaterials kamen sie zum Ergebnis, dass etwas anderes als das normale Polieren stattgefunden haben muss. Die Stellen zeigen Verfärbungen und glatte Oberflächen wie eine Glasur. Sie entwickelten einen einfachen Taschenlampentest, der ihnen half, schnell die angenommene Glasur zu identifizieren. Das Ganze filmten sie in der Nacht. Die Städten Sacsayhuaman, Kenco und Loreto Street wurden nachts mit einer Taschenlampe gefilmt, um den Reflexionseffekt einzufangen. Dieser Effekt ist in deren Videos zu erkennen. Hier sind sie der starken Überzeugung, dass eine Verglasung stattgefunden haben muss. Sie wollten anschließend ihre sensationellen Entdeckungen wissenschaftlich beweisen und konnten drei Proben von der peruanischen Stätte Tetacana zur weiteren Analyse an der Universität Utrecht in Holland schicken. Die Proben seien von einem Felsvorsprung nahe Cusco entnommen worden, aus einer Höhle, in der sich ein Altar und weitere breite Linien am Felsen befinden, mit einer glänzenden Oberfläche, so als wäre es in den Felsen eingebrannt. Die Proben wurden mikroskopisch untersucht. Sie zeigen zwei unterschiedliche Bereiche, die Oberflächenschicht und den blanken Stein. Dazu gibt es einen weniger ausgeprägten Bereich zwischen den beiden Schichten. Die verglaste Oberfläche des Steines zeigte im Labor in der Spektralanalyse ein ganz anderes Spektrum an Elementen als der Kalkstein selbst. Zum Beispiel sei der Sauerstoff in doppelter Menge vorhanden als im Inneren des Gesteins. Dies könnte während der Bildung zum Silikat geschehen sein. Die Analysen des Zwischenbereiches zwischen Oberfläche und Gestein zeigt eine Abstufung dieser Zusammensetzung. Das Vorhandensein von Aluminium und Magnesium deutet darauf hin, dass der Oberfläche des Steines ein bestimmtes Material absichtlich hinzugegeben wurde. Es scheint so, als wäre etwas aufgetragen und dann mit großer Hitze behandelt worden. So kamen die Forscher zu dem Entschluss, dass die Oberfläche verglast ist. Und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Glasur aus einer Keramikpaste hergestellt wurde, die auf der Kalksteinoberfläche aufgetragen wurde. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass zur Herstellung der Oberfläche enorme Hitze verwendet wurde, was mehrere Fragen aufwirft. Wie sind die erforderlichen Temperaturen erreicht worden, ohne dass der hitzeempfindliche Kalkstein zerbricht? Die Hitze, die benötigt wird, um die riesigen Steine, auf denen sich diese Glasuren befinden, zu brennen, ist gewaltig.
In einem Ofen müsste der ganze Körper über viele Stunden auf die Verglasungstemperatur gebracht werden. Wie die Hitze erzeugt wurde, ist Jesus Camara und anderen Forschern rätselhaft. Klar ist nur, dass eine unbekannte Technologie verwendet wurde. Ihre Ergebnisse wurden jedoch nie von der etablierten Wissenschaftsgemeinde akzeptiert. So auch die Beweise, die der Professor für Geowissenschaften Dr. Ivan Watkins bereits um 1986 fand, die des Rätsels Lösung sein könnten, wie die Inkas und andere Kulturen die Steine bearbeiteten. Zuvor haben Wissenschaftler theoretisiert, dass die massiven Steine der Inka-Städte mit anderen Steinen gehämmert, mit Holz- oder Metallkeilen gebrochen, mit organischen Säuren geätzt oder mit Sandkörnern und Wasser geschliffen wurden. Nach seinen Untersuchungen stellte er die plausible Theorie auf, die Inkas könnten die Sonne benutzt haben, um die Steine zu schneiden. Er ist überzeugt, dass die Inkas goldene, tellerförmige oder parabolische Reflektoren verwendeten, um die Sonnenenergie zu konzentrieren und so die Felsen mit einem Lichtstrahl zu schneiden, fast wie ein Laserstrahl. Sie hatten diese Technologie vor 1000 Jahren, sagte Watkins. Jeder Inka-Tempel enthielt eine goldene Schale. Watkins glaubt, dass das Geschirr wahrscheinlich von den spanischen Konservatoren im 15. Jahrhundert zerstört wurden. Doch nicht alle wurden vernichtet. So finden sich im Goldmuseum in Bogota in Kolumbien weitere Schalen, die seine Theorie untermauern können. 4 kleine goldene Schalen sollen die perfekte Form haben, um die Sonnenstrahlen zu bündeln. Sie wurden wie ein Parabolspiegel benutzt. Wenn Sonnenlicht an einer Parabolfläche reflektiert wird, kann die fokussierte Energie durch Bewegen der Schüssel gelenkt werden. Die riesigen Schüsseln ermöglichten es den Inkas, die Felsen präzise zu schneiden. Die Steinblöcke sind so eng aufeinander abgestimmt, dass kaum etwas dazwischen gesteckt werden kann. Watkins stützt sich dabei, dass einige der bearbeiteten Steine mit scharfen Innenecken wie mit einem Laser geschnitzt sind und es saubere Kanten in der Nähe von Spannungsbrüchen in den Gestein gibt. Er führte beim Federal Bureau of Mines in den Twin Cities eigene Experimente durch und fand heraus, dass Gestein bereits mit einem 100 Watt Laser geschnitten werden kann. So, nun seid ihr dran. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung dazu sehr gerne in den Kommentaren. Im nächsten Teil geht unsere Reise weiter mit den maschinellen Spuren. Gab es sogar metallische Sägen vor tausenden von Jahren? Verpasst also nicht den nächsten Teil und abonniert diesen Kanal. Bis bald!